So, und herzlich willkommen zurück zu Folge Nummer 5 unserer Road to Number One Ladder-Reihe, würde ich es nennen. Wir laddern immer noch mit dem Team von Suika weiter. Und die heutige Question of the Day ist eher was Persönlicheres, sage ich mal. Und zwar habe ich mir ein neues Mikrofon zugelegt. Und ja, ist das gut? Findet ihr das gut? Findet ihr das besser als das vorige? Also, ich glaube, es ist ungefähr 384.000 Mal besser. Ich werde noch ein paar Feinjustierungen vornehmen, aber ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden. Schreibt mal in die Kommentare rein, ob es euch auch gefällt. Genau. Sonst spielen wir das gleiche Team wie letzte Woche. Ne? Also wir haben mit Choice Packs High Dragon, wir haben Sword Stance, Garchomp, wir haben Goldengo mit Life Orb, also eine Menge Schaden, die wir hier rausnehmen können. Also austeilen können. Und dann haben wir natürlich noch Support-Pokémon mit Spore auf einem sehr schnellen Focus Sash, Breloom, mit Intimidate auf Arcanine und Will-O-Wisp und natürlich das Murkrow, was hier uns den Rückenwind setzt und ja, eigentlich wichtigster Bestandteil des Teams ist mit. Und genau, dann würde ich sagen, gehen wir direkt in die Battles rein. Wie gesagt, gebt mir eine Rückmeldung, wie das mit dem Mikrofon aussieht. Vielleicht habt ihr ja selber irgendwie Ahnung und merkt, ja, da höre ich irgendwie was raus, was hier nicht so gut funktioniert. Und ja, wir sehen uns dann in den Battles. Ich will die Zeit direkt mal nutzen, bevor wir hier einen Gegner finden. Ich würde sagen, dass wir derzeit 9-3 stehen. Die drei Losses waren natürlich alle vermeidbar. Aber ja, wir sind jetzt immer noch auf Great Ball Tier und ich denke mal, in den nächsten Folgen werden wir auf jeden Fall Master Ball Tier erreichen, zumindest wenn ich mich anstrenge. Haben jetzt aber direkt einen Gegner gefunden. YY. Weiwei wahrscheinlich eher. Und ja, sieht auch interessant aus, ne? Also wir haben hier die Amarok-Indeedee-Kombination. Indeedee kann natürlich jetzt auch Trick Room, was natürlich extrem ekelhaft ist. Sylveon auch sehr stark. Ich glaube, Arcanine sieht hier gut aus. Wir haben Extreme Speed, wir haben keinen Snarl auf Arcanine, richtig? Nee. Wir haben hier Earthquake auf. Ne, nicht runterschauen. Earthquake auf Garchomp. Ich muss hier nochmal kurz nachschauen. Hier haben wir Snarl. Ich glaube tatsächlich, dann sind die beiden ziemlich gut als Pairing. Weil wir dann halt Snarl Earthquake drücken können. Und hat das. Wir müssen natürlich gegen Sylveon aufpassen, aber wir sind Terra Poison, also das ist fein. Wir brauchen ja keinen Murkrow, ich denke, wir sind schnell genug. Fällt mir Arcanine hier? Ich möchte keine Bodenschwäche eigentlich mitbringen. Also wir wollen auf jeden Fall noch Volumen dabei haben. Frage Goldengo oder Arcanine? Aber wir müssen fast Goldengo gehen, einfach um genug gegen Sylveon zu haben. Also Edinara? Ah, ich weiß nicht. Nee, ich glaube, wir brauchen Arcanine für Corviknight. Und das ist auch gut gegen Sylveon, so ist es nicht. Ja, wie gesagt, gebt mir am besten auch nochmal eine Rückmeldung, wenn ich euch zu viele englische Begriffe verwende. Ich sag eigentlich immer die englischen Pokémon-Namen. Und wenn euch das aber, wenn ihr merkt, irgendwie, dass da kommt ihr noch nicht zurecht mit so, dann muss ich mir mal die Deutschen anschauen. Ich benutze halt immer die englischen im. Ja, eigentlich überall, deswegen ja. Okay, jetzt aber zum Battle. Da kann natürlich jetzt Tailwind setzen, ne? Das ist natürlich doof. Ich kann jetzt hier direkt Terra Poison drücken. Ist nervig, weil er hat natürlich zwei Psychic Types. Da will ich eigentlich meinen Dark Type für behalten. Könnten hier Terra Ground machen. Ja, wir swappen hier rein. Wir machen Terra Ground, Dragonclaw. Arcanine möchte ich mir noch keepen. Das möchte ich healthy keepen, weil das jetzt mein stärkstes Pokémon gegen Sylveon ist. Und ich könnte mir vorstellen, er hat auf Garchomp eh irgendwie das Clear Amulett. Das ist so ein das Item und. Ja. Ich habe jetzt hier einfach nur Terra Ground gemacht, um keine Dragon Weakness zu haben. Er protected, okay, das ist fair. Das ist fair. Ja, ist natürlich mein Terra jetzt ein bisschen wasted. Ich hätte auch Sword Stance drücken können, habe ich auch kurz überlegt, aber ich. Er kriegt jetzt hier den Tailwind raus.
Okay. Ja, das ist natürlich blöd. Mit Tailwind habe ich jetzt gar nicht gerechnet, ne? Ich habe ja hart gegen die Trick Room Route gewettet. Ich schätze, wir jetzt hier Arcanine in den Flare Blitz. Sehr doof. Kann auch nicht einfach so Arcanine gehen, wenn er jetzt Earthquake drückt, ne? Wie wär's, wenn ich hier rein switche? Wenn ich mein Specs Head Dragon hier rein switche. Und einfach Dragon Claw. Ach, Imagine, ich hätte Swords Dance gedrückt. Aber wir müssen Breloom jetzt natürlich vor dem Brave Bird bewahren. Ah, Terrat auch. Ach, ärgerlich. Was für ein Terra ist es? Auch Ground. Okay. Und er macht aber immer einen Earthquake, also gut, dass wir nicht Arcanine hier reingeswitcht haben, der hätte das natürlich nicht so appreciated. Der Damage macht das. Das ist natürlich wieder dieser Bug, ne? Okay. Und der Taunted, okay. Der Taunt ist natürlich sehr interessant. Der Damage macht das. Liebe Earthquake, ja. Und Rough Skin bringt uns jetzt auch in Range. Haben wir Dracoon hier. Könnte jetzt hier protecten. Ich glaube, er wird jetzt nicht Earthquake drücken, ne? Ich glaube, ich switch jetzt Arcanine rein. Kriegt den hoffentlich den Intimidate, sodass High Dragon die Dragonclaw überlebt. Und dann können wir seinen Arcanine besiegen. Seinen Guardian besiegen. So, mal sehen. Also Mirror Armor, ja, das ist okay. Hauptsache wir kriegen. Ach, Clear Amulet, okay. Ja, wie gesagt, das war ja fast zu erwarten, deswegen wird das jetzt so down gehen. Was? Wir überleben! Oh mein Gott! Double Lapped er? Nein! Oh mein Gott, das ist so gut. Jetzt muss er nur connecten. Bitte connecte. Oh Gott, das wäre huge actually. Oh, und wir müssen, nein! Ach komm, ach verdammt, ey. Ach Mann, das ist natürlich blöd. Der hat noch eine Runde Tailwind, aber. Ach, das ist Mist. Der Mist tut natürlich richtig weh. Ich glaube, Dark Pulse hätte nicht gereicht. Das hat sehr viel Bulk, wenn wir. Haben wir jetzt gesehen, wie wir das hier überlebt haben. Also, wie wir knapp jetzt überlebt haben. Ich glaube, wir protecten jetzt hier einfach. Und Second quasi sacrificen, also opfern unser Dragon hier. Ja, schwierig. Das ist ärgerlich. Ah, oh, Mist, ey. Aber es ist gut, dass wir überhaupt überlebt haben. Das ist gut zu wissen. Containment ist vorbei. Das heißt, er ist vielleicht nicht Max Speed, aber er ist wahrscheinlich schneller als 22, ja. Aber vielleicht nicht schneller als unser. Als unseres, aber wir können es ja nicht killen, haben wir ja gesehen. Glaube nicht, dass das Game noch winnable ist. Ärgerlich, ey. Ich glaube, der einzige Wincon ist jetzt hier Dragonclaw und Extreme Speed zu drücken. Und hoffen, dass das ausreicht. Boah, ärgerlich, ey. Wieder ein Loss. Ja, ihr seht, Best of 1 kann manchmal sehr tricky sein. Ich habe meinen Terra natürlich jetzt auch früh aufgegeben. Im Endeffekt hätte ich dann doch gern das Hell Dragon geterrat, ne? Von der Dragon Claw nicht. Er protected einfach wieder. Warum? Ich kann doch einfach sein Corviknight ziehen. Ich habe. Ja, gut, das ist jetzt natürlich Giga Over. Ich dachte nicht, dass er für das Play geht, weil ich hätte ja einfach seinen Corviknight doublen können und verliert dann, aber. Ja, gut.
Hätte ich das härter reden müssen. Okay. Ja, das können wir aufgeben. Winnable. Ach, Mist, ey. Sowas ist so ärgerlich. Ich habe halt auch natürlich in Team Preview, wenn hätte ich meinen Mirko gebracht, wäre das auch ganz anders, ist auch ganz anders ausgesehen. Ich habe halt einfach zu sehr mit dem Trick Room gerechnet und zu wenig mit Terry und Corviknight und deswegen natürlich einfach meine extrem langsamen Pokémon genommen. Ach Mist, ey. Na gut. Starten wir die Folge ein bisschen schwächer. Und hoffentlich sehen die anderen beiden Games besser aus. Aber gut, mit seinen Niederlagen muss er natürlich leben. So, und da haben wir ein neues Battle gefunden. Yozelu. Okay, jetzt muss aber ein Sieg her. Das ist natürlich wieder ein super interessantes Team. Ich glaube, das ist tatsächlich auch wieder ein Hydreigon und Garchomp Lead. Er könnte natürlich White Guard haben. Auf seinem. Mit diesem Flächenschutz auf seinem. Einem Amour Rouge. Und das würde natürlich Twitter machen. Ich glaube, wir gehen noch Arcanine. Einfach für Intimidate per se. Sondern einfach für den Feuerstep. Obwohl, ist nicht so gut, ne? Will-O-Wisp kann gut sein. Aber dieses. Okay, er ist wahrscheinlich Lava Plume dann. Lava Plume, dann kann er sein, dieses Feen-Pokémon Well-Baked Buddy als Ability. Irgendwie die Defense davon boost. Ja, ich glaube, wir gehen dann lieber so. Einzige Problem ist, sein Meowth Gyarados outspeedet natürlich alles von. Ich glaube, das ist fein, das ist egal. Kann mein Hydreigon nicht touchen. Immer so rein. Ja, andere Sache. Bitte, wenn euch das Video gefällt, ne, lasst ein Like da. Das hilft dem Channel sehr. Wir haben viele neue Views in letzter Zeit auf diesen Ranked-Videos und hilft uns natürlich dann umso mehr, wenn wir die Views auch wirklich in normale Größe am Channel, also Channel-Wachstum umwandeln können. Ich glaube, ich drop einfach einen ich glaube, wir terran einfach, damit er uns nicht Fairy-Type attacken kann. Dann machen wir einfach so. Hoffentlich connecten wir. Weil ich habe halt Terra Grass sieht man ganz oft. Man sieht Terra Dark auf Amour Rouge, damit die den Trick umsetzen können. Und er tarrt auch, das bin ich. Nee, das bin ich. Okay, ja, da ist Terra Grass. Und ich hoffe, mit einem Specs Draco Meteor reicht das trotzdem aus, das zu besiegen. Wenn wir sehen, sonst müsste er durch Trick umspielen, was natürlich ein bisschen schwieriger wäre. Trotzdem möglich, aber. Nicht so einfach. Und Hydreigon ist sehr wichtig und ich möchte natürlich nicht in eine Fairy-Type-Attack rennen. Deswegen habe ich da jetzt hier auch Lava Plume. Okay, das ist neues Scarf. Okay, das ist Choice Scarf, das ist sehr interessant. Kriegt den Burn, aber zum Glück auf dem Pokémon, auf dem ist nicht so wichtig. Er kriegt beide Burns, okay, never mind dann. Das ist natürlich richtig Mist. Okay. Levitate ist dann natürlich hilfreich. Okay, zwei Burns ist natürlich einer zu viel und wir missen den nächsten Draco Meteor. Okay, das ist crazy. Das ist echt crazy. Body Press. Ah, okay, er kriegt beide Burns und wir missen den Draco, okay. Ja, wir müssen das halt Dragon leider bewahren, weil der Terra Blast dann später als einzige Special Attacke gegen das Geo-Pokémon da erhalten. Aber wir haben nur noch Feuer-Weaknesses im Deck. Ach, das wird blöd. Ja, nein, ich meine, Make It Rain kann Fido auch besiegen. Ne, wir müssen einfach einen Draco Meteor hitten, ist glaube ich der Call jetzt hier. Ich glaube, das ist einfach das Play.
So doof es klingt. Ja, Choice Scarf, okay. Jetzt hitte mal an Draco Meteor, bitte. Okay. Das ist unsere letzte Chance jetzt hier. Bitte, bitte, bitte. Okay, let's go. Und das sollte jetzt auch ausreichen. Okay, dann kann jetzt Goldengo reinkommen und. Ja, das Problem ist, er kann natürlich mir aus Gerader reinbringen. Ich guess, es musste ich unbedingt Goldengo reinkommen, right? Ich kann auch. Er substituted. Oh, okay. Okay. Okay, das ist natürlich interessant. Aber Goldengo ist ziemlich gut dagegen. Der Burn ist natürlich auch eklig. Okay. Was bringen wir jetzt rein? Ich glaube, wir müssen halt erst einen Meowth Gerader besiegen. Hat er Body Press? Wenn jetzt mir aus Curator reinkommt. Ich weiß halt auch nicht, wie ich den Sub brechen soll. Jetzt, ich muss wirklich erst alle Pokémon besiegen. Loom. Adi Dudi. Okay. Das ist doch bestimmt nicht Sepsiba, oder? Ich würde sagen, wir bringen einfach mal jetzt Goldengo rein. Ich glaube, Goldengo wallt Ido komplett, weil es hat irgendeine Fairy-Attacke und Body Press ist natürlich immun. Wenn er jetzt Sepsiba ist, so wäre natürlich richtig. Kann ich da irgendwie was anderes machen? Jetzt, wir können Goldengo hier reinbringen. Einfach protecten. Ich schätze, das können wir machen. Ja, das sind schwierige Games hier. Body Press, okay. Aber wir sind immun zum Glück. Was machst du? Play Rough. Das macht auch nicht so viel Damage. Okay. I mean, Play Rough macht so viel, das heißt Waterfall, also Liquidation macht doppelte. Also nicht genug, ne? Das heißt, ich glaube, wir können einfach Make It Rain drücken. Switchen hier wieder zurück. Ja. Aber Garchomp kann jetzt hier eh nichts machen. Earthquake, damit möchte ich natürlich nicht mein eigenes Goldengo hitten und Dragon Claw ist natürlich, da sind natürlich die Gegner Fairy-Types ganz gut aufgestellt dagegen. Er snarlt. Er ist so schnell. Wow, das ist heftig. Das sollte fein sein. Ich möchte ja nur das irgendwie brechen. Critical Hit ist natürlich egal. Dann Sub, aber er ist schneller. Das ist ja so annoying. Das ist ja so dumm. Oh Gott. Und jetzt trägt er wahrscheinlich noch Play Rough oder so. Ne, er trägt Liquidation tatsächlich. Er ist killed! Das kann ich killen. Was? Das macht doppelt so viel Schaden. Nicht mal doppelt so viel Schaden. Das heißt, das vorher war ein Uster Lower und das war jetzt ein Uster High War. Oh mein Gott, das ist ja so nervig. Oh wow. Oh Mann, Alter. Heftig. Okay, Sword Stance Zeit. Ich meine, ist nicht Sword Stance Zeit, er Body Pressed einfach. Deckzeit. Und Bullet Seed hier rein. Ich hoffe, er Body Pressed auf das Garchomp. Das muss ich jetzt so callen.
Produziert. Ich hätte auch vorher produziert drücken können, I guess. Well. Ich hätte mir das Team nochmal anschauen müssen und hätte mehr drüber nachdenken müssen, wirklich wieder. Ach, Mann. Ja, jetzt wird super schwer durch das Dings hier durch. Und der Body Press das Pokémon. Und es killt einfach. Oh, wow. Ach, na gut. Ultimately, wieder nicht gut gespielt. Ich war in einer sehr prekären Lage und hätte einfach den sauren Apfel beißen müssen. Und sagen müssen, okay, wenn das Sepsibor ist, dann verliere ich halt einfach. Also mit den dummen Rumgeswitcher habe ich jetzt natürlich auch wieder nichts gekonnt. Ja, das Inzuma wäre jetzt hier schon down gewesen, hätte ich wahrscheinlich schon eine Chance gehabt. Ja, das letzte ist auch nicht mal mehr aus Gerader. Das heißt, Goldengo wäre hier richtig nice gewesen. Und na gut, das Game ist natürlich auch wieder over. Wir waren auch wieder ziemlich unlucky, aber ich mag das nicht, das aufs Pech zu schieben. War einfach schon wieder nicht so perfekt gemacht irgendwie. Aber ich meine, war eine ziemlich coole Strategie mit Choice-Gar auf Lavaplume. Das hat mir auf jeden Fall gefallen. Ich weiß nicht genau, ob das eine Strategie ist, die mehr Potenzial hat. Als ich denke, aber wahrscheinlich ist das nur so ein bisschen gimmicky und jetzt, wo man es auch einmal gesehen hat, ist man vielleicht dagegen auch besser vorbereitet. Aber ja, es ist auf jeden Fall eine Strategie. Ach, imagine ich Terra Blaster auch einfach direkt Terra Poison in Fidur oder sowas. Ich dachte halt, ich wollte halt den Trick verhindern. Der hat auch Torcoin. Nee, das war schon richtig. Das war richtig, Draco Meteor zu drücken. Ich habe halt nicht getroffen. Das ist halt so. Okay. Er hat ja auch Terra-Typed, Terra's too last. Und ich wusste ja nicht, dass es Choice ist. Obwohl, wenn es die beiden leadet, ist es vielleicht relativ obvious. Ja, ich habe erst gesehen, dass es schneller ist, als Draco Meteor gedrückt als er Terra's too last hat, ne? Na gut, dann ist es so. Ja, Loss. Sehr schade. Ich tue dem Team auf jeden Fall noch kein Recht. Ich hoffe, mit dem letzten Kampf der heutigen Folge kann ich das ein bisschen rausholen. So, und da haben wir den letzten Gegner für heute gefunden, Nemo. So, das ist der Typ für Nemo. Ich hoffe, wir können gegen ihn einen Sieg einfahren. Das scheint das Team zu sein, was, ich glaube, Raxen benutzt hat, um den Tor zu gewinnen. Leider habe ich noch nicht angeschaut, wie das Team funktioniert. Mirko Garchomp sieht gut aus hier. Mirko, Garchomp. Ich möchte eigentlich wieder Garchomp bei Dragon leaden, ne? Aber vielleicht lassen wir das mal sein. Obwohl, warum nicht eigentlich? Wir machen Garchomp. Oh Gott. Okay, wenn das jetzt wieder Game Losing ist, dann war es das letzte Mal, dass ich Garchomp bei Dragon geleadet habe. Aber ich sehe es hier irgendwie. Weil ich kann mir vorstellen, einfach Terra Ground Earthquake zu drücken. Und als letztes möchten wir noch Carpils mit haben, denke ich. Ich habe halt auch einfach Angst, versteht ihr, gegen den Indidi Amorush Lead. Da ist das halt einfach super gut dagegen. Mirko möchten wir trotzdem in der Back haben für Speed Control later on. Und für Dondozo, weil wir da einfach Haste drücken können. Und dann ist es eigentlich ein super einfaches Matchup. Und ich denke, es ist auch okay gegen gegen den Dragapult-Lead, die der Amok. Okay, das sollte jetzt gut für uns sein, wenn er jetzt hier nicht mit White Guard ankommt. Drücken direkt Terra. Ah komm, wir drücken direkt Terra, wir kennen nix! Geht los! Wasser, boom, wir terran. Ich bin hyped. Komm, jetzt muss ein Sieg her hier. Und sonst, wenn das jetzt kein Sieg ist, dann müssen wir auf jeden Fall für die nächste Folge deutlich konservativer mit dem Team spielen. So. Follow me, okay. Und kein Terra. Also Snarl connecten am besten. Earthquake. Oh Gott, Snarl müssen wir vielleicht nicht mal connecten. Pass auf, boom. So nämlich. Ja, ist tot. Ey, dieser Bug ist komisch. Ich hoffe, die fixen das noch in naher Zukunft. Da kommt dann ein Snarl oben drauf.
Da kommt die Anti-Dark-Bäre. Das ist aber mir auch egal. Es ist natürlich ein bisschen doof, weil jetzt weiß er natürlich, dass ich Specs bin. Anhand des Damage. Wenn ich jetzt hier Dark Pulse hätte. Aber ja, ich hatte Angst, dass er jetzt irgendwie terrat hier und ja. Das ist, denke ich, besser so. Okay, ja, glaube ich, Earthquake, aber wir sind kein Drachen-Type mehr, deswegen. Sehr positiv, dass wir hier alles überleben. Wir gehen jetzt hier in Murkor, da können wir nächsten Zug Tailwinden. Earthquaken einfach wieder, was will er machen? Yami Karasu, so heißt das offenbar auf Japanisch. Dragon Darts, okay, ja. Die Dragon Darts, die überleben wir natürlich. So. Ah, wie gesagt, wir sind auch kein Dragon Type mehr, ne? Also müssen wir nicht mal Angst haben. Boom. Crit! Oh, hat überlebt. Focus Sash. Let's go. Ja, das war doch mal ein Game. Vielleicht nicht sonderlich spannendes Game. Aber endlich mal ein Win hier. So. Die Folge wird trotzdem irgendwie heißen mit Regional Great Ball Tier größer Regional Champ. Ich habe ja komplett eingeschickt bekommen hier. Tailwind. Wie schnell ist das? 360? Es kommt nicht auf 360, es kommt auf 370, aber. Ich glaube, wir können einfach Earthquake Tailwind drücken und dann outspeeden wir nämlich damit Dragapult und dann kann er nicht, was auch immer er für ein Shenanigan vorhat, machen. Okay, ja, er hat auch keine Lust mehr. Schön. Na, das war, das war ein Game mehr nach meinem Geschmack. Boom. Okay, wir haben einfach Earthquake gedrückt. Can be that easy, you know? Einfach Earthquake drücken, Earthquake kann auch nicht missen. Einfach drücken, zack, fertig. Fertig ist. Schön. Da war der Sieg. Haben wir doch noch einen Sieg nach Hause gebracht. Ich habe schon gezweifelt. Eine Folge, wo wir zwei Niederlagen und einen Sieg haben, ist natürlich ein bisschen schade. Nicht so mein Anspruch, vor allem nicht auf dem Rang. Aber, wie gesagt, ich würde jetzt nicht sagen, dass meine Gegner da jetzt irgendwie schlechter gespielt haben und ich irgendwie nur super unlucky war. Ich hatte auf jeden Fall immer noch die Möglichkeit, das Geld nach Hause zu holen. Hab's halt nur nicht gemacht. Ja. Aber schön. Das war natürlich jetzt ein schnelles. Und ja, genauso schnell werde ich jetzt das Video auch beenden. Und dann direkt sehen wir uns im nächsten Video wieder. Wir werden das Team noch eine Folge spielen. Hoffentlich dann drei Siege rausholen können. Und dann werden wir das Team wechseln. Ich habe auch schon was in Aussicht, was wir als nächstes spielen. Aber lasst euch da überraschen. Ich finde, das ist ein sehr, sehr cooles Team, was wir da als nächstes spielen. Gibt es dann allerdings erst in zwei Folgen. Also, wenn euch das Video gefallen hat, bitte, bitte liked. Antwortet die Question of the Day. Ich freue mich immer, wenn irgendwie Kommentare da sind. Und ja, wir sehen uns einfach nächste Folge wieder. Wenn es wieder heißt Road to Number One. Oder eher, keine Ahnung, Road to Hyperball Tier. Gerade eben. Bis dahin. Ciao, ciao.